Wir haben einen hohen Anspruch, wir wollen sehr nah an den Talenten dran sein. Wir wollen schauen, wie ist die Gesamtbelastung zwischen Schule und dem Sport, so dass das Belastung- und Erholungsmanagement auch passt, weil sehr oft Talente einfach aussteigen, wenn sie überfordert sind. Genauso sollte es auch sein mit Ernährungsangeboten, dann psychologische, mentale Betreuung, sodass sich unsere Talente eigentlich in einem sehr familiären Umfeld mit Vertrauenspersonen sehr ruhig und sehr gut entwickeln können. So wie wir heuer sicher unsere stärkste Bilanz vorzuweisen haben mit 28 Titeln bei internationalen Großereignissen. Und das ist im Nachwuchs schon wirklich die kontinuierliche Arbeit an einem Coaching von Kopf bis Fuß, wo wirklich alle Maßnahmen gesetzt werden, um eine gute pädagogische und sportwissenschaftliche Begleitung zu ermöglichen. Eine fantastische Möglichkeit, eine Ausbildung zu haben und trotzdem den Leistungssport ausüben zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne das SSM wäre unsere Karriere nicht so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Also natürlich an die tolle Möglichkeit, auch während der Schulzeit trainieren zu können und auf Wettkämpfe fahren zu können. Das kennen wir auch von anderen Schulen anders. Und von daher war es quasi der Startschuss zu unserer Karriere, würde ich sagen. Ich bin ja als Leichtathletin damals in die Schule gekommen, weil ich in der Leichtathletik auch ziemlich gut war, aber war natürlich auch Skifahrerin, aber damals war das eben meine Chance, dass ich dann in die Schule gehen habe dürfen. Und ja, allein schon das Basistraining und diese ganze rundherum Betreuung war einfach total wichtig, allein nicht nur für meine sportliche Karriere, aber auch für meine Gesundheit, weil das ist jetzt doch schon ein Teil her und ich habe wirklich also nie Knieschmerzen, keine Rückenschmerzen, fühle mich echt fit und ich denke nach so langen Jahren Spitzensport, 10 Jahre im Skiweltcup, gibt es nicht viele, die das sagen können und ich weiß, dass viel auf diese Betreuung im Jugendalter zurückzuführen ist. Also das SSM ist für mich wie eine zweite Familie, also die ganze Betreuung, die ganzen Leute, die nehmen dich herzlich auf und du weißt immer, du bist dort willkommen und gut aufgehoben.